Hallo ihr Lieben, ich bin's Marcel, Community-Moderator im Team von WB und wir machen weiter mit Captain of Industry und schauen uns mal das Wartungsproblem an, was sich hier anbahnt. Wir haben aktuell nur 24% Wartung. Das sollte nicht auf Null fallen, weil sonst funktionieren unsere Fahrzeuge und unsere Kleinlaster irgendwann nicht mehr. Da müssen wir dann mal schauen, wo denn hier das Problem ist. Wenn wir uns das hier anschauen, haben wir eigentlich von den Kabeln aktuell genug. Die laufen alle hier rein Richtung Wartung. Und wir haben irgendwie das Problem, dass Eisen und Maschinenteile klemmen. Genau, Maschinenteile ist das zweite, was wir brauchen. Das heißt, hier wird aktuell kein Eisen geliefert. Das Förderband ist auch leer und hier wird... Genau, das ist Kupfer, aber hier wird Eisen produziert und hier eigentlich auch. Gucken, wo das jetzt hinläuft. Läuft hier in die Halle rein. Was ist denn hier mit? Das muss doch auch nach rechts. Da wird es aufgeteilt. Versuchen wir mal einfach kurz die Produktion zu erhöhen. Fehlende Materialien, geschmolzenes. Und hier ist die Ausgabe voll mit der Schlacke. Okay, das ist wirklich das Problem. Also wir müssen die Schlacke abholen. So machen wir LKW-Export an, setzen das mal was höher. Und schauen, dass die Schlacke abgeholt wird. Hier ist der LKW-Export auch an. Dann schauen wir mal, dass dieser Puffer hier leer wird. So, ist die Frage, kommen die da hin? Ja, die kommen hier rum dahin. Das sollte es eigentlich tun. So, was durch Lastwagen verkippt werden darf. Schlacke, Erde, Gestein. Das sieht doch gut aus. Da wird die Schlacke abtransportiert. Die sollte jetzt hier hinten hingefahren werden. Ja, so soll es sein. Perfekt. So, und ich mache jetzt hier hinten auch wieder die Konstruktionsteile 2 an. Die hatten wir vorhin gestoppt. Ja, dann halten wir das Schottgutlager mal irgendwie hier so halb voll. Und der Rest wird weggefahren. Sollte hier auf Leipzig produziert werden. Vielleicht machen wir hier einmal kurz mehr Leistung. Und hier auch. Dass da einfach mehr reinkommt jetzt. Ihr merkt, ich schaue mir das auch gerne an, bis das dann wirklich funktioniert. Kleinlaster kann Ziel nicht erreichen. Oh, was hat denn der hier gemacht? Der hat sich irgendwie festgefahren. Eieiei. Tja, wir können ihn verschrotten oder zurücksetzen. Ich glaube, wir setzen ihn zurück. Es kann manchmal passieren, dass die Wegfindung noch nicht ganz so läuft. So, hiervon brauchen wir 7,5 alle 60. Produzieren jetzt 48 in Summe, das sollte es doch tun. Hey Scavenger, gute Nacht, war schön, dass du da warst. Sehen uns dann die Tage wieder. Genau, David, haben wir gerade nachgeguckt. Also Eisen haben wir jetzt in Summe 24 mal 2, 48. Hier vorne brauchen wir 7,5. Hier 4, hier 9, das sollte reichen. Es war nur einfach die Schlacke, das Problem.
So, dann machen wir hier auch mal kurz mehr Leistung, dass das alles wieder voll läuft. Statistik, okay. Minus Wartung, das ist, was wir produzieren. Also hier hat es wirklich immer gestockt, weil die Schlacke nicht abtransportiert wurde. Aber der Bedarf ist natürlich auch stetig gestiegen. Also wir werden gleich nicht darum rumkommen, auch eine zweite Wartungsfabrik zu bauen. Übrigens, im Chat wird gerade geschrieben, dass David Schlacke verteilt im Chat und die im Garten vergraben wird. Das ist hier ein interessant und spannendes Thema. Wir hatten ja voriges Jahr, oder vor 2 Jahren ist jetzt schon fast her, wir sind ja schon bei 23, hatten wir dieses Hochwasser bei uns in der Gegend, in Steuerberg. Und hier sind alte Bergbauanlagen und hier gibt es auch eine Bleihütte. Bei der Bleihütte ist es normalerweise so, alle Autos, die da aufs Gelände fahren, da werden die Reifen quasi mit Wasser abgespritzt, über so eine Rinne im Boden. Wo das Hochwasser da war, ist einmal der Bach, ne? Einmal komplett da durch. Also es wird allen empfohlen, hier im Garten die obersten 20 cm wegzuschütten, also auszuheben. Nicht ganz so einfach. Und da war ja nicht nur Schlacke, da war ja auch teilweise Heizöl und Diesel und alles andere mit im Boden. So, hier hinten sind mehrere Kleinlaster festgefahren. Lass uns doch mal schauen, haben wir hier Quatsch gebaut? Haben eigentlich ja nicht. Gucken, was da passiert. Also Wartung ist immer noch auf 0, obwohl das hier auf doppelter Geschwindigkeit läuft. Das sagt mir, wir brauchen auch mehr. Ja, der Verbrauch geht hoch, der Bedarf geht hoch. Ich würde sagen, wir machen noch eine zweite Wartungsfabrik. Ich frage, wo wir das hinsetzen. Vielleicht einfach links daneben, ne? Müssen wir nicht immer alles verkomplizieren. Oder machen es hier hin. Machen wir es hier hin. Immer schön platzsparend denken. So, Förderstrecken. Mal hier bitte. Das wird auch so eine spannende. Verklickt. Nein, 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 nicht bauen. Ich will es nicht haben. Ja, was sieht da am schönsten aus? Ich würde gerne hier oben irgendwie weggehen. Ja, machen wir das da oben drüber. Das ist doch eine schöne Geschichte. Reicht das, das geht zwar übereinander, aber klar, warum nicht? Wer von euch im Chat hat in das Spiel schon selber gespielt? Oder auch auf YouTube? Wer hat es inzwischen vielleicht gekauft oder... Hat selber schon eine Partie hinter sich. Hier fehlen wieder Konstruktionsteil 2. Du hakst den hier schon wieder. Könnten die Halle auch mal elektrifizieren? Ich müsste ein bisschen mitzählen, es ist schon spät, dass der Takt hier so halbwegs passt. Wir brauchen immer 6 Teile und 3 Elektronik. Wir produzieren jetzt 12 in der einen Halle. Sollte eigentlich genau aufgehen. Und hier produzieren wir 4 Elektronik. Die gehen teilweise ins Gummi. Nicht ins Gummi, ins... wo gehen die hin? Ich glaube nur ins Lager, ne? Das sollte noch gehen, okay. Das heißt aber 4 ist da schon knapp. Eigentlich bräuchten wir eine 2. Elektronik.
Obwohl, wenn wir die auch verbessern, haben wir plus 12. Das könnten wir mal machen. Teile 2 wird gerade gefragt, werden wieder hergestellt? Hatte ich vorhin eingestellt. Dauert nur einfach, bis die produziert sind. Ich könnte das eigentlich mal alles verbessern. Wir haben Strom, haben wir noch Ressourcen? Dass das ein bisschen flotter läuft hier alles. Dauert natürlich jetzt wieder. LKWs sind ausgelastet. Ich glaube, teilweise laden die LKWs. Ja, ist okay. So, Aufträge. Haben wir jede Menge. Tja, quer durch die Bank eigentlich. Statistik sagt irgendwie nicht so viel aus, finde ich. Außer vielleicht, dass wir eine gleichmäßige Auslastung haben. Da habe ich aber gerade gesehen, da wurde Gemüse schon beworben. Vitamine haben wir. Macht Einigkeit. Schön, wird langsam mehr hier. Wäre es noch schön, wenn Protein dazukommen würde oder ein paar Süßigkeiten, damit das ein bisschen Abwechslung hat. Das ist alles sehr vegetarisch im Moment. So, wie schaut es denn hier aus? Nicht genug Wartung. Ja, ich weiß, da arbeiten wir noch gerade dran. Sollte doch jetzt was bringen. Zwei Arbeiter haben wir nur noch, da müssen wir auch ein bisschen drauf achten. So, und Wartung wird hier auch gebraucht, weil die LKWs immer quer durch die Pampa fahren. Vielleicht machen wir wirklich hier in die Mitte mal diese Tankstelle hin. Dass man zumindest, wenn man nachtanken muss, nicht hier diese Riesenstrecke fährt und damit das Auto verschleißt. Oder den LKW verschleißt. Kann man nicht die Kabel zu Teile 2 mit Band liefern? Kabel Teile 2 zu Band. Ich weiß gerade nicht, was du meinst, es ist schon spät. Kabel werden auf jeden Fall an beide geliefert hier. So, und hier haben wir ganz viele mechanische Teile, die hier irgendwie nicht hinkommen. Müssten wir das hier wiederum verbinden. Aus dem Puffer und vorher ist jetzt nicht ganz so schön, werden wir bestimmt wieder irgendwann umbauen. Aber das sollte doch das Problem lösen. Und Elektronik fehlt es jetzt. Hier fehlt es an Eisen. So, und hier läuft das Eisenerz leer. Kohle, wo war denn das Eisen? Da ist mal doch hier hinten. Wird abgebaggert. Tja, muss man hier mal ein bisschen leer laufen lassen, ne? Vielleicht haben wir auch einfach zu wenig LKWs im Moment. Könnte auch sein. Dass wir hier irgendwie kein Eisen reinkriegen.
Das Lager kann ich nicht priorisieren. Hier gibt es kein Wimpelchen. Das Kabellager ist auch leer. Das müssen wir hier dringend mehr Kabel kriegen. Hängt gerade alles so ein bisschen in der Schleife. Wir brauchen die Konstruktionsteile, um upgraden zu können. Und das Upgrade brauchen wir dann, damit wir Konstruktionsteile kriegen. Eieiei. Hier ist die Ausgabe voll mit einfachen Teilen. Kann man die upgraden? Nee, kann man nicht upgraden. Kommt hier zumindest schon mal der Strom. Chat, was habe ich hier übersehen? Wo hakt es gerade? Hier ist die Ausgabe voll. Das ist gar nicht so verkehrt. Verbesserung wird gebaut. Das muss ich dringend verbessern, dass wir mehr Kabel kriegen. Das mal auf Prio irgendwas hier. Konstruktion 2. Die brauchen auch Elektronik. Also auf jeden Fall muss jetzt ganz dringend dieser Boost hierher. Also auch während die Verbesserung vorbereitet wird, läuft die Produktion trotzdem weiter. Also das ist nicht der Engpass. Madame Lindsay, mach's gut. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Schönen guten Abend. Schlaf gut. So, zumindest geht jetzt die Wartung hoch. Das ist schon mal erfreulich. Eigentlich müsste hier auch mal so eine Verbindungsstrecke dran, ne? Sehe ich gerade. Hier fährt auch immer ein LKW, das ist ja Quatsch. Das ist Gummi. Wo sind die Kabel? Hier sind die Kabel. Kann man hier ein bisschen LKWs sparen. Ja, vielleicht erstmal Leistungssteigerung bei den Kabeln an. Habe ich das nicht schon? Ne, habe ich noch nicht. Oh Gott, was wollte ich eigentlich machen? Ich glaube, hier können wir es auch rausnehmen. Von den Teilen haben wir genug. Ah, es läuft durch. So, Kleinlaster klemmt. Wo willst du denn hin? Du möchtest nach da. Mit Gummi. Ja, das ist richtig. Du kommst jetzt da nicht mehr hin. Das ist gut erkannt. Dann müssen wir das auch anders machen. So, Gummi wird doch bestimmt über ein normales Lager transportiert. Stück gut. Genau, unterstützte Produkte Gummi. Machen wir hier mal ein Gummidepot. Und dann gleich hier ein Förderband hin. Sind sofort weg.
hier fehlt auch Strom. Eieiei, Strom können wir aber lösen. Das wird hier hinten über den Diesel generiert. 3 Diesel. Wie viel produzieren wir? 24. Das ist 56 Rohöl. Wie viel Rohöl haben wir denn überhaupt? 0. Auch mal anpinnen. Lass mal mit dem Öl gucken. Einfache Ölpumpe. Schon wird das Ganze hier spannend. Kommt auch Kohle dran, gut zu wissen. Ist das wieder zu nah? So, die Ölpumpe einmal neu bauen. Geht nicht anders. Nicht, dass hier die Produktionskette unterbrochen wird, deswegen mache ich mal ein bisschen Beeilung. Ziese, grüß dich. Könnten wir hier auch eigentlich mal so einen Schüttgutcontainer machen für die Kohle, das ist irgendwie auch untergegangen. So. Jetzt kann hier auch wieder Kohle abgebaut werden. Das war auch so ein bisschen Stillstand. So, und die brauchen auch Strom. Das ist natürlich eine spannende Geschichte hier. Brauchen Öl für die Stromproduktion. Brauchen wir erstmal einen Dieselgenerator. Was fehlt uns hier? Elektronik. Kleiner Teufelskreis. So, von denen haben wir ja definitiv genug. Da machen wir das mal aus, um Strom zu sparen. Forschung auswählen macht auch immer Sinn zwischendurch. Da wollten wir Forschungslabor 2 haben. Machen wir hier hinten Leistungssteigerung. Aktuell haben wir Kabel genug. Hoffen wir, dass es so bleibt. So, und da kam der LKW nicht mehr durch. Mit dem Gummi. Gummi war hier, ne? Ja.
So, kein Holz mehr. Das ist schlecht. Das können wir aber einfach lösen. Die Bäume bitte weg. Ob die Forschungspunkte gespeichert werden? Ich glaube, das Gebäude macht einfach währenddessen nichts. Also die gehen irgendwie... Also verloren würde ich sagen, gehen die nicht. Aber das Forschungsgebäude macht halt währenddessen einfach nichts. Wer hat jetzt so meine These? Aber ich möchte auch nicht zu schnell forschen, weil ich das nach und nach freischalten möchte. Ne? So, Unterkünfte 2 hatten wir auch noch als Update. Damit warten wir aber clevererweise noch ein bisschen. Bei 100 Konstruktionsteilen und Kabeln, beides ist gerade der Engpass. Strom haben wir jetzt 540. Dann könnten wir die... Die werden schon verbessert. Prio 1 bitte. Passieren wir dem Bau auch mal, dass das wirklich hier zuerst hingeht. Von 16, was ist denn hier los? Wird hier unten noch was gebaut? Oder ist das mittlerweile fertig? Ne, das ist alles fertig. Das pumpt. 18 Rohöl pro 60. Eigentlich bräuchten wir hier noch mehr Rohöl. Zumindest müssen wir den Diesel mal im Auge behalten. Der fällt nämlich gerade auch so ein bisschen. Nicht, dass wir hier noch so eine Geschichte bauen müssen. Nur 3 Sekunden Leerlauf. Das ist ein bisschen viel. Wo ist denn hier der Anschluss? Da. Immer schön nach links. Dann müsst ihr noch was rausholen. Was das da wieder nicht ran kann, das ist doch nicht normal. Nee, das mache ich später. Das nochmal abreißen jetzt, dann machen wir erstmal weiter. Das ist mir gerade zu stressig. So, hier ist aber jetzt das Upgrade durch. Ja, und jetzt müsste Elektronik auch eigentlich wieder raufgehen. Kann man das im Diagramm sehen? Wo ist es? Da. So, das ist die Produktion, die ist gerade massiv in die Höhe gegangen. Vollständiger Verbrauch. Müsste jetzt eigentlich wieder passen. Wie das denn? Die hat den Tipp, Kartoffeln und Gemüse an ein Band anzuschließen. Ja, das ist eigentlich ganz praktisch. Das kann ich mal so weit weg, ne? Ist denn hier der Anschluss da hinten? Ja, die Frage ist natürlich, wie viele LKW fahren da hin? Ich würde das mal auf die To-Do-Liste für den nächsten Stream schreiben. Kartoffeln und Gemüse an Band anschließen. So einen kleinen Spickzettel. Weil bis in einer Woche habe ich das auch da vergessen.
aber Elektronik steigt es hier massiv an. Das ist doch schön. Genau, links ist die Wasserleitung im Weg. Das müssten wir auch nochmal drehen und anders bauen. Das schönste Wasserrohr im ganzen Spiel ist übrigens dieses hier. Einmal in einem riesen Schlängel durch die Metall Gisarai. Ich persönlich hätte hier noch eine Stütze montiert, dass das nicht zusammenfällt, aber anscheinend geht's auch so. Dann das Band von Kabel zur Teilestufe 2 legen. Ja, das kommt gleich noch. Es muss das Gummikabel hier fertig sein. Gummiband. Das müsste eigentlich auch laufen. Hallo? Warum kommt hier nichts raus? Ist das Lager voll? Machen wir den LKW-Import mal aus. Das ist doch verbunden. Ah, es war pausiert. Okay, von der Montage eben. Verstanden. Gibt es auch eine Möglichkeit für die lange LKW-Wege, Bahn oder Band? Ja, es gibt Förderbänder. Die können wir auch über die halbe Karte ziehen. Aber dafür haben wir noch ein bisschen zu wenig Strom, würde ich sagen. Weshalb ich das noch nicht gemacht habe. Im Prinzip sollen die jetzt erstmal nur zu den ganzen Schüttgutbehältern hier fahren. Vielleicht machen wir aber hier nochmal irgendwann so eine Rampe oder was, dass die hier durchfahren können, dass das nicht ganz außen rum geht. Das spart dann doch ein paar Meter. Könnten wir vielleicht gleich noch angehen, wenn hier die Warnungen weg sind. Kabel 40. So. Das mache ich nochmal weg, weil wenn wir hier noch einen zweiten Abgang brauchen, kommen wir sonst nicht raus, wegen der Höhe. Bitte abreißen, hallo. Manchmal etwas fummelig, das gute Spiel. Genau. Flaches Förderband. Einmal schön hier mittig durch. Ah, die Ecke hier ist auch nicht schön. Kommen wir zumindest hier noch überall mit anderen Wegen durch. Wir haben sogar wieder genug Material zum Schnellbauen. Es scheint alles irgendwie zu funktionieren. Kann man auch Kraftwerke bauen? Ja, Rayman, die müssen wir allerdings noch erforschen. Aktuell gibt es nur den Dieselgenerator. Ich weiß gar nicht, ob das hier so clever war. Ich glaube eher nicht. Ich nehme es mal bewusst hinten aus dem Lager raus. So. Das scheint mir gerade doch irgendwie sinniger zu sein. Aber sonst müssten trotzdem noch aus dem Lager immer die LKWs kommen. Das wollen wir ja genau eigentlich vermeiden. Also hier geht es sofort rüber, ansonsten wird es hier gepuffert und geht von da aus in die Teileproduktion. Die läuft gerade mit doppeltem Speed. Das ist schön, das Lager wieder voll. Teile 1 gehen wieder runter,
Gegebenenfalls müssen wir erstmal die Produktion hier wieder starten. Und da haben wir keine Arbeiter. Einwohnerbevölkerung plus 0,2%, das ist immer noch was wenig. Da machen wir doch nochmal den Forschungs-, den, nicht den Forschungsturm, den Leuchtturm an. Dass wir nochmal ein paar Arbeiter kriegen. So, jetzt die spannende Frage: Haben wir genug für die Wartung hier? Den fehlt es jetzt immer noch am Material. Was ist denn hier schiefgelaufen? Hier stimmt doch was nicht. Hier treffen sich mechanische Teile und hier treffen sich Elektronikteile. Das ist ja irgendwie falsch, ne? Da stimmt was nicht. Nee, falsches Lager nicht. Ich wollte schon das Lager hier anschließen, dass die Teile mal gebraucht werden. Allerdings ist hier hinten beim Anschluss was schief gelaufen. Ich mache übrigens noch mal eine kurze Unterbrechung, weil da kriegen wir nämlich heute noch eine YouTube-Folge hin. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir machen immer direkt im Anschluss weiter.